Man ist halt schon sehr jung mit 14, um zu wissen, was man hier gerne möchte. Vielleicht hat man auch ein Hobby, das man umsetzen könnte. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das, was man anfängt oder möchte anfangen, dass man es auch durchzieht. Weil das hilft immer. Ein Auslandaufenthalt, wenn man nicht genau weiss, was machen, das ist eigentlich das Beste, was man umsetzen kann. Man tut auch wieder viele Menschen kennenlernen, man wird sehr selbstständig und sprechen können ist einfach genial. Bettina Stauffer, Fitnessinstruktorin, Personal Trainerin, Migros Fitnesscenter Frankendorf, Migros Genossenschaftsbund Basel. Man lernt halt schon ganz viele tolle Menschen kennen. Und es ist natürlich auch so, dass das Produkt, das man verkauft, da kann man vollständig dahinter stehen. Also man tut etwas ganz, ganz Tolles überbringen. Und eben auch die tollen Menschen, die man kennenlernt, die bringen einem auch sehr viel zurück. Vor allem auch, wenn man sie ans Ziel bringen kann und sie selber ein Erfolgserlebnis dürfen haben, gibt einem selber auch wieder ein Erfolgserlebnis. So wie man auch tolle Menschen kennenlernen kann, gibt es natürlich auch die unangenehmeren Kunden. Und da muss man halt auch können, damit umgehen, wenn man auch hier mal etwas Negatives erlebt. Und vielleicht auch die Arbeitszeiten. Man muss einfach bewusst sein, dass man halt auch zu oben noch mal bis um 10 Uhr Nacht arbeitet oder auch das Wochenende arbeitet. Oder auch an den Feiertagen muss halt anwesend sein. Genau. Migros ist für mich natürlich ein sehr grosser Begriff. Kenne ich natürlich schon als Kind. Bin dort immer gebürstet mit den Eltern. Migros hat sich natürlich auch sehr stark weiterentwickelt mit anderen Branchen, unter anderem Freizeitanlagen. Freizeit, also Fitnesscenter. Und wenn Kunden reinkommen, ein neuer Kunde, dann tue ich den aufnehmen und möchte natürlich aus dem Interessenten auch einen Kunden machen. Und auch einen Kunden, der bleibt. Wenn er dann Kunde ist, tut er zuerst einmal einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Das ist für mich sehr wichtig, damit ich weiss, was hat er schon alles gemacht hat. Oder hat er auch mal eine Operation gehabt, hat er Schmerzen, Verspannungen. Und anhand von dem stelle ich ihm dann das Training zusammenstellen. Auch seine Ziele, dass wir die auch erreichen. Wir führen das natürlich immer weiter, weil wir das protokollieren, was wir mit dem Kunden machen. Dass auch ein anderer Mitarbeiter den kann weiterführen kann, wo ich angefangen habe. Dann tue ich auf der Trainingsfläche allgemein arbeiten. Also man kann mich zu jeder Zeit ansprechen und um Hilfe bitten. Dann bin ich aber auch unter Theke zuständig. Ich mache administrative Arbeiten wie Bestellungen, Bestellungen bearbeiten und kontrollieren, Handwerker aufrufen, wenn etwas ist im Unterhalt, bin auch für Reinigung und Wartung zuständig, mache auch Proteinshakes, Getränke rausgeben, mache Rundgänge im Wellnessbereich, dass man auch dort Hilfestellung leisten kann und zum Rechten schauen kann. Und einfach für alles zuständig, weil wir machen alle alles bei uns. Also ich bin in Wiesl aufgewachsen, habe 9 Jahre die Schule besucht dort, habe dann gerade mit einer Lehre starten als Laborantin, habe dann ein paar Jahre so geschafft. Ich habe dann aber auch mal ein Fitness-Abo gelöst, schon mit 16, also schon dort schon sehr sportbegeistert gewesen. Wie gesagt, ein paar Jahre habe ich als Laborantin geschafft, dann habe ich mir eine Auszeit genommen, bin auf Mexiko, habe in einer Familie gelebt und habe Spanisch gelernt. Das war eine ganz tolle Zeit gewesen. Bin wieder zurück, konnte am gleichen Ort weiterarbeiten. Bin dann quer ins Hotelbranche eingestiegen, habe das 4 Jahre gemacht. Habe dann, nach einer Babypause bin ich dann in die Fitnessbranche ganz reingerutscht, auch wieder quer eingestiegen. Aber das ist natürlich sowieso mir im Blut gelegen, weil ich gerne Sport mache. Habe dann aber an der Rezeption geschafft und dachte, jetzt ist gut, wenn ich jetzt mal eine Ausbildung mache in diese Richtung. Habe dann wieder nach einer Babypause bin ich wieder eingestiegen, dann habe wieder dort weitermachen. Und habe dann, da ich ein Migros-Kind bin, gesehen, dass man ein Migros-Fitnesscenter baut. Ich wusste, dort muss ich hin. Und habe es dann auch geschafft. Und bin dann seit 2013 von Anfang an dabei. Und das Tolle war, dass ich dort auch mithelfen konnte aufbauen. Absolut möglich, ohne diesen Werdegang. Es braucht auf jeden Fall ein Flair, dass man gerne mit Menschen zusammen schafft. Das ist sicher eine rechte Voraussetzung auch. Aber man kann immer als Quereinsteiger hier drin. Es braucht halt schon eine abgeschlossene Lehre,
Da kann man nebenbei die Ausbildung machen als Fitnessinstruktor. Aber man kann auch ein Praktikum machen mit Diplom. Da braucht es auch eine abgeschlossene andere Lehre. Aber sicher, dass man gerne mit Menschen zu tun hat. Und selber sollte man schon noch ein bisschen sportbegeistert sein.